Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angulus. Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich befinde mich im Gewölbe von den Relikten hier auf Gadara. Wir haben den Weg hier drüben über Umwegen doch noch erreichen können. Und jetzt geht's dazu, hier das Ding zu reinigen. Reinigen. So, Reinigungsstation. Hier geht die Tür auch auf. Nö. Natürlich nicht. Warum auch? So, wo befinden sich immer diese ganzen Mechanismen, um diese Kacke aufzumachen? Das ist auch ab da. Hier ist noch eine Konsole. Schau mal eine an. Was macht die? Die macht da den Fußboden weg? Das ist hilfreich, sagst du? Ah, jetzt ist die Tür wenigstens offen. Wenigstens das geht. Markiere Interface-Verbindungen, Pathfinder. Aktivieren wir einfach alle. Alle? Aktivieren wir einfach alle. Das ist doch wenigstens mal eine Ansage, ey. Einfach mal alle aktivieren. Da kommen sie. Da versteht man wenigstens nichts falsch. Sag einfach alles aktivieren und man aktiviert alles. Warum willst du schießen? Wer macht das da auf? So. Wenn Ryder hier schon so eine Ansage macht mit aktivieren wir einfach alle, kann ich auch mal eine Ansage machen, oder? Also wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen für dieses Video. Würde mich auf jeden Fall freuen. Unterstützt Let's Plays, damit vielleicht auch noch mal ein paar mehr Leute drauf aufmerksam werden. Es kommen immer wieder neue. Damit wir hier noch weiterhin viel Spaß haben können in Mass Effect. Gemeinsam. Ich glaube, das waren alle. Ein Pilger! Der Pilger macht mich auch alle. Die falsche Waffe da an. War's das? Ne, da ist noch ein Assassin da hinten. Oh, Level up. Voll duftet das System. So, alle aktiviert. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Nein. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Da kommt es! Los, los! Schrei nicht. Ich muss hier, glaube ich, noch wieder die Dinger aktivieren, damit ich wieder rüberspringen kann. So. Kann ich da drüben noch diese Items mitnehmen? Die ja schon markiert sind von Sam. So. Da ist es. Hier. Ja, das Portal ist jetzt offen. Ja, mach ich ja. Hoffentlich haben wir da noch einen Reliktkern dabei. Oder? Leider nicht. Reltek mitgenommen. Boah. Ach. Warum über die Brücke gehen, wenn man auch so hier hochkommt? Knapp. So, das Flüchten ist immer das Coolste, oder? Da weiß man auch, was man machen muss. Einfach laufen. Okay. Tür zu. Die Wolke muss draußen bleiben. Abgeschlossen. Lebensfähigkeit auf jeden Fall gestiegen. Um 40%. Die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Tja, mal gucken, wie oft wir das noch machen müssen in solchen Gewölben. So, ab geht der Lift. Ooh.
Harfell sind wir. Okay, dann gucken wir mal raus, ob sich der Planet in gewisser Weise ein wenig verändert hat. Relikt-Symbol ist zeigt noch nicht, dass es abgeschlossen ist. Ich glaube, der Planet ändert sich nicht großartig. Es sind immer noch ganzen Schwefeldämpfe da und so. Aber die Lebensfähigkeit ist jetzt bei 68%. So, dann kann ich jetzt hier den Außenposten der Initiative bauen. Das ging ja schnell, ey. Was am längsten gedauert hat, war in der letzten Folge das Rumgesuche mit der scheiß Konsole. Könnte aber sein, dass ich das sogar gekürzt habe fürs Video. Die Pflanze, ich stehe in der Pflanze drin. Also doch noch Hoffnung für Kadara. Was soll denn das heißen? Doch noch Hoffnung. Rollt mein Auto hier gerade weg? Hey, mein Auto rollt. Hat wieder einer vergessen, die Handbremse anzuziehen? Hör auf, nicht schießen. Wir haben Zeit zum Kämpfen. Du musst Außenposten bauen. Warum ist eigentlich die ganze Zeit so eine spannende Musik am Laufen? Habe ich was verpasst? So, und hier wollen die echten Außenposten bauen, bei den ganzen Gangstern und Drogensüchtigen hier. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Jojo. Sloan wird nicht zulassen, dass wir uns in ihrem Territorium breit machen. Was ist mit dem Scharlatan? Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. Okay. Hab doch alles fertig. Mit Reyes zusammenarbeiten. Besiedlung von Kadara. Okay, es geht noch gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, wer der Scharlatan ist. Und von diesem Kollektiv haben wir auch noch keinen zu Gesicht bekommen, obwohl wir den ganzen Planeten abgefahren haben. War hier nirgendwo jemand? Okay, also, ich muss mit jemandem zusammenarbeiten, sonst geht das nicht. Dann muss ich erstmal wieder hier zurück zur Hauptstadt, würde ich mal sagen. Kann also den... Ja, da sind wir dann das. Die beiden Quests muss ich noch abgeben. Zu Dirk zurückkehren, hier auch zurückkehren zu denen und dann die Besiedlung mit Reyes zusammenarbeiten. Na gut, dann gehen wir mal zur Hauptstadt. Und geben das dann noch ab. Dann eben so rum, ne? Na? Komm schon. So, da unten kann ich auch zu Fuß hinlaufen, glaube ich. Für den habe ich ja die Leichen gescannt, die in Schwefelfeldern oder im Schwefelwasser immer abgeliefert werden von den ganzen Gangstern. Hallo? Hallo. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Ja. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oder Sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Nein, nein, es geht Gerechtigkeit, ja. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. Richtig. Wenn wir da auch den Planeten besiedeln wollen, dann muss das auch geregelt sein hier. So, und jetzt muss ich die nochmal zu Dirk gehen. Neue Beziehung hier? Aber nicht mit denen. So. Geben werde. Ist das der Direktor? Nö. Ah, ich glaube, der in der Kneipe, der, oder? Im Lokal. Hier ist auch eine neue Quest. Wo kommt die denn jetzt her? Oben ist da noch einer, der...
der eine Aufgabe hat. Ach so, der Landvermesser war das. Ich habe ihren Landvermesser gefunden. Er hat sich beim Beschaffen von Barytproben den Hals gebrochen. Gute Landvermesser sind schwer zu finden. Ich hoffe, Sie haben die Proben mitgebracht. Bitte sehr. Wunderbar. Hier sind Ihre Credits. Sie haben sie verdient. Dankeschön. Wieder 2% für den Planeten. Aktuell sind es 272. So, ist Reyes nicht eigentlich auch mal hier drin gewesen? Erstmal gucken, weil hier noch eine andere Aufgabe ist. Hinter der Tür oder was? Nö, das ist ja er. Doch, der hat da auch eine Aufgabe. Hier ist ein Ausrufezeichen. Das ist ja Reyes Vidal. Vidal, ey. Ryder, perfektes Timing. Das erspart mir die Mühe, nach ihnen zu suchen. So, sie brauchen aber echt oft Hilfe. Sie brauchen ziemlich oft Hilfe, Reyes. Hören Sie einfach auf, nützlich zu sein, dann höre ich auf, Sie zu belästigen. Worum geht es? Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Genau. Wir haben bei dieser Roka-Sache so gut zusammengearbeitet, dass ich dachte, Sie wären vielleicht bereit dazu. Und was ist das für eine Fracht? Was hat sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Okay. Wie hat Siri ihre Fracht denn gestohlen? Wie konnte ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als 3 Drinks. Ja. Okay, dann gehen wir mal auf sein Niveau runter und lassen uns da auch bezahlen für... Okay, ich helfe Ihnen. Aber wir teilen den Profit 50-50. 60-40. Mein letztes Angebot. Abgemacht. Sia genehmigt sich immer einen im Crawler Song, wenn sie auf Kadara Halt macht. Also sollten wir dort anfangen. Vielleicht weiß Umi ja etwas, das uns weiterhilft. Umi? Okay, mit Reyes in Crawler Song treffen. Wertvolle Fracht. Das ist aber die andere Kneipe, die oben ist, oder? Den Namen habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Und angezeigt wird hier jetzt gerade nichts. Nee, da will ich nicht rein. Da wollte ich auf die Karte gucken. Hier sind die Slums. Ich will nicht herein und rauszoomen. Ich wollte eigentlich das Gebiet wechseln hier auf der Karte. Geht nicht. Ich fahre mal hoch. Das muss der eigentlich irgendwo oben sein. Nein. Yep. So, verlassen wir mal die Slums. In einen Rutsch alles fertig gemacht. Rein, runter in die Slums gefahren, alle Quests, den Planeten abgesäubert. Und jetzt kehren wir zurück zur Stadt. Und haben unten nichts mehr zu tun. Außer den Außenposten natürlich bauen später. So, da sind wir wieder hier oben. Von hier oben sieht das auch alles viel, viel freundlicher aus, als da die ganze Zeit da unten rumzufahren. Guck mal, das Monolith, da war ich. Und da unten war ich auch und dann habe ich hochgeguckt und konnte mein Raumschiff sehen. Toll, was für eine Weitsicht. Geht das auch nochmal auf? Länger gedrückt halten. Da nicht lang. So, in diesem Nachtclub hier ist es. Das war der stärkste Drink, der mir eingefallen ist. Und Sie spüren wirklich gar nichts. Reyes ist schon da. Sie warten bestimmt auf jemanden. Das ist mein Text. Oh, wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer? Eigentlich Information. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks.
Das erledigt meine Freundin. Billiger Mistkerl. Immer muss ich ja zahlen. Sie schulden mir noch was vom letzten Mal. Genau. Okay, okay. War nur ein Witz. Ich habe eine Flasche Elasa, von der ich mich trennen würde. Was wollen Sie wissen? Sia Cordia. War sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. Sia war ihre Freundin? Ex? Wie in Freundin? Freundin ist ein zu starkes Wort. Wir haben ein paar Mal was zusammen getrunken, also... Sie war hier? Ja. Sie hat einen Salarianer getroffen. Verschlagener Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirit's Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Wenn Sie den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. Okay. Geht es hier um Fracht oder um... Nein, ach nee, nee, das will ich nicht... Nee. Klar, die leichte Aufgabe für Sie. Warum bleiben die schwierigen Aufgaben immer an mir hängen? Weil ich der Zarte von uns beiden bin. Melden Sie sich, wenn Sie am Treffpunkt sind. Ja, ja. Der Zarte von uns beiden, ey. Gib dir gleich. So, zum Treffpunkt der Spirit Ledge gehen. Das ist aber, denke ich mal, nicht in der Stadt, oder? Wahrscheinlich muss ich wieder runter in die Slums und dann wieder raus auf den Planeten. Also in die Badlands. So, ich denke aber, die Quest wird uns irgendwo hinführen, dass wir den Scharlatan dann auch mal zu Gesicht bekommen. Nur für diesen Ausflug da musste man extra so weit hoch wieder fahren und hier in die Stadt gehen. Nur um einmal oben da mit denen an der Bar zu labern, weißt du? Hätte er uns unten auch sagen können. Ich meine, wir haben unten mit ihm gesprochen, dann haben wir ihn oben nochmal getroffen, nur um wieder mit ihm zu quatschen. Und jetzt gehen wir wieder ganz woanders hin. Interessantes Questsystem, wenn man das mal sagen darf. Von einem Lokal zum anderen, nur um mit der gleichen Person zu reden. So, komm. So, da ist das. Hier unten sieht es aber echt schön aus, wenn man das hier mal sieht, mit dem Lichteinfall. Das gefällt mir schon. Okay, ja. Das wäre erledigt. Ja. Ich muss aber immer noch Reyes Fracht finden. Die Quest will ich doch auch machen, Mensch. Ich komme nicht mal zuvor. Das ist gar nicht hier. Doch, aber irgendwo weit weg, ne? Ah, guck mal, das ist hier. Easy. Gut, dass ich die ganzen Schnellreisepunkte habe. So, hier ist das Ledge. Das Ledge-Ding, steht's auch dran. Spirit Ledge. Da oben? Das ist hier die Hügel hoch. Aber mit dem Fahrzeug komme ich hier auch nicht besonders gut hoch. Gehe ich lieber mal zu Fuß. Ja, da ist es. Ich sehe niemanden. Ich auch nicht. Sehen Sie jemanden? Ich sehe dich. Sehen wir uns mal um, ob Sia etwas zurückgelassen hat. Okay. Oh ja, hier sind ein paar Sachen. Lithium. Was ist das? Ein Draht. Ich glaube, ich habe was gefunden. Sieht aus wie eine Leitung. Okay. Na dann mal los. Sie wissen schon, dass Schalter auch Dinge zum Explodieren bringen können? Ja. Der hier war okay. Hätte auch ein Sprengsatz sein können, den man davon da zündet. So wie es hier aussieht, hier ist doch irgendwas explodiert, oder? Da kommen die ganzen Trümmerteile an. Stand hier mal ein Haus? Ein Höhleneingang mal wieder? Okay. Geschafft. Sie ist offen.
Die Höhle ist offen. Da hat jemand die Höhle gesprengt. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt Sia dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Okay. Klingt übertrieben kompliziert. Was ist nur aus dem guten alten Brauch geworden, einfach in ein Geschäft zu gehen? Sloan bekommt von allen offiziellen Verkäufen in Kadara einen Anteil. Man muss schon kreativ werden, wenn man das umgehen will. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. Natürlich triffst du mich dort, ja, ja. Das ist jetzt aber wieder ein bisschen weiter weg, muss ich wieder schnell reisen, ne? Hm. Ah, guck mal, das ist hier. Da war ich auch schon. Ich würde sagen, dann mache ich in der nächsten Folge hier, melde ich mich von diesem Schnellreisepunkt aus und dann machen wir die Quest dann fertig. Eine andere Aufgabe ich eh nicht mehr. So, 72% vom Planeten ist fertig und ich denke, ein ordentlicher Schub wird noch dazukommen, wenn wir den Außenposten gebaut haben. Aber für den Außenposten muss ich erst die Questreihe mit Reyes hier abschließen. Aber ich denke, das kriege ich auch noch hin. So, ich bedanke mich wie immer, dass ihr hier eingeschaltet habt und hoffe, euch hat die Folge nur ein bisschen gefallen. Dann könnt ihr gerne noch eine Bewertung da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also danke und bis zur nächsten Folge hier auf Kadara von Mass Effect Andromeda. Macht's gut. Ciao, ciao.